Viran, hast du schon guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Demon Slayer. Ja, das letzte Mal war ein bisschen kürzeres Kapitel. Ich würde sagen mal Gott sei Dank, weil damit ist es nicht länger als andere Parts. Eigentlich sogar wieder in Richtung kürzer. Ja. Na gut. Ich würde sagen, beginnen wir gleich mit Kapitel 7, ohne viel zu schnacken. Und zwar das Schmetterlingsanwesen. Ah, okay, damals in Kapitel 7, das ist die Erfolge, die ich gesehen hatte in den Trophäen. Egal. Ja. Dann starten wir mal. Ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit so rumhopse. Sehr eigenartig. Schon wieder. Ich werde jetzt erstmal kurz auf den Grund gehen. Das heißt, ja, ich werde mal kurz pausieren. そろそろ木の回復訓練に入りましょうか。木の回復訓練。この時は一体何のことだかわからなかったけど、これがきつかった。本当にもう心をえぐられるほど涙が出るほど痛い柔軟をやって、 その次は指導役の葵さんと同期のカナオ、二人との全身訓練、反射訓練、それを何度も何度も何度もずーっとやり続けた。でも全然勝てなかった。特にカナオは本当に強い。心の折れた善逸と伊之助は 訓練に来なくなってしまって。でも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできない。そんな時キヨちゃんたちが助言をくれたんだ。炭治郎さんは全集中の呼吸を四六時中やっておられますか？それができるのとできないのとでは天地ほど差が出るそうです。 それは全集中常駐という全く俺の知識にないものだった。全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだ。それができなければカナオには勝てないだろう。身につけるには大きな瓢箪を割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かった。あとは頑張るだけだ。努力 少しずつでも前に進め。俺は頑張ることしかできない。それから何日もかけて少しずつコツをつかみ、全集中の呼吸を続けられるようになってきた。そしてさらに時が経って、一つの区切りとして俺は瓢箪割りに挑戦することにした。 これまでの努力が試される時だ。きっと、いや、絶対にできる。 調子がいい。体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだ。やってみよう、瓢箪割りを。はあ、もういない。善逸たちはいつになったら訓練に戻るんだ。
Oh, nice. Jetzt kann ich endlich reden. Yay, und mich bewegen. Wichtig, und das ist wichtig. Okay. Diesmal ist hier nix. So, Shinobu. Ach nö, was willst du jetzt schon wieder? おはようございます。これから訓練ですか?いえ、訓練の前に常駐の修行の成果を試すために氷炭割りをやろうと思ってます。なるほど。じっと見つめられると少し照れるな。今の君なら良い結果が出るかもしれませんね。本当ですか?よし。よし。かまどくん。はい。 Gut. Nein, nicht schon wieder eine Cutscene. Wartung. Ja, Tanjiro. Zenit. Omae, soro soro kunren ni modotte konai ka? Minna matteru zo. Shinpai shiteru zo. 訓練?ああ、あれはもう終わったことだ。女の子にお近づきになれるのは大きな利点だったけど、かなおちゃんに全く触れられないしな。ま、俺にしてはよくやったよ。うん。そういえば伊之助は?一緒じゃないのか?伊之助なら裏山で遊んでるよ。さて、俺も遊びに出かけるかな?今日はどこでブラブラしようかな? Das Soundbugging gerade war nicht gerade, oder generell das Buggen, war nicht gerade gut. Da sind noch Kimetsu-Punkte. Da ist ein Ziel, da sind ein Erinnerungsfragment, hier ist ein Erinnerungsfragment. Ah, da sind nur drei Belohnungen, da müsste hier noch irgendwo anders eine Belohnung sein. Dann gehe ich erstmal zurück. Geh rückwärts da lang. Genau. Ja. Ja. Jetzt, nachdem ich einmal Pokémon durchgespielt habe, das war direkt an einem Stück. Ist auch mal wieder schön, was anderes zu let's playen. Auch wenn Pokémon weniger Cutscene hat, was sehr angenehm ist, weil da kann ich dann wenigstens mehr reden zum Story-Inhalt, ohne dass dann die Story so vorgekaut wird. Okay. Da muss ich gleich Flaschen zum Platzen bringen wahrscheinlich, mit einem, ich weiß nicht, ob es Quicktime ist oder sonst wie. Bin ich mal gespannt, wie die das hier gemacht haben. Im Anime war es so, der Tag für Tag trainiert, bis er es irgendwann dann konnte, die Flasche zum Bersten zu bringen oder platzen. Wo ich jetzt, also das scheint doch jetzt der finale Tag zu sein, dass er so sicher ist, sich sicher ist, die Flasche zum Platzen bringen zu können. So. So. Da hinten sind noch Kimetsu-Punkte. Aber die Frage ist, wo habe ich denn dann noch was übersehen? Oder kommt es in einem dieser Häuser drin vor? Hier sind diese kleinen Mädchen. Habe ich in dem Haus was übersehen? Ah, reden wir erstmal mit denen und gucken dann mal weiter.
みんな、どうしたの?はい。そろそろ氷炭割りに挑戦するんじゃないかって思って。私たち待ってたんです。すごいな。よく俺がやろうとしたことを分かったね。毎日炭治郎さんを見ていれば気づきますよ。俺ってそんなに単純なんだろうか。いや、でも 3人が見守ってくれるのはありがたいし、嬉しいな。うん、ありがとう。 それじゃあ早速、氷炭割りに挑戦だ。炭治郎さん、頑張ってください。応援してます。硬い氷炭に息を吹き込んで割る。初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど、全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった。今の俺なら。 Ah, okay, das ist ein Rhythmusspiel, oder wie? Recht, Tastensymbol an, damit Ziel in der Mitte des Bildschirms die entsprechende Taste halten. Symbole kommen immer mit im Doppelpack. Halte die Taste gedrückt, wenn sie das erste Symbol am Ziel zeigt. Und lass sie wieder los, sobald sie das zweite Symbol zeigt. Bei der erfolgreichen Ausführung fühlt sich die Leiste am oberen Bildschirmrand. Bei mehreren Abfolgen hintereinander erhältst du zudem mehr Punkte. Sobald die Anzeige bis zu einem der Kürbisflaschen-Symbole gefüllt und ist, fängst du an, in die Kürbisflasche zu pusten, drückst schnell die angegebene Taste, so oft du kannst, um sie zum Bersten zu bringen, und mache weiter mit der nächsten Kürbisflasche weiter. Dein Rang richtet sich nach der Anzahl der zerbarsteten Kürbisflaschen in der verbleibenden Zeit. Je schneller du bist, desto höher ist also deine Punktzahl. Was? So. Gott, Rhythmusspiele. So. Ist doch unfair. Wenn immer mehr kommen. Ah, verdammt. Nur ein A, verdammt. Ich glaube, es ist, bräuchte man auch. Mal, muss ich nochmal machen. Ja, die schaffen das nicht, deswegen so sind die extra. Ja, mal gucken, wie es denn so wird. Ja. 相変わらずカナオはとてもすごく素早かったけど、全集中の呼吸常駐を得得した俺はなんとかカナオを捕らえることができた。これで残すは反射訓練、お茶かけ勝負だけだ。 Ah, nächstes Minispiel. Yay. Ein Erinnerungsfragment. Hier ist der fünfte. So. Ich habe mich schon gefragt, wo das fünfte ist. Gut, hat sich jetzt erledigt. Das heißt, jetzt muss ich das Stage-Spiel spielen. Ich bin gespannt, was man da machen muss.
Wahrscheinlich wieder Rhythmus. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Waffen. Bitte nicht. Ich bitte doch nur darum, dass es nicht so ist. Okay. Ja, ich habe keine Reflexe. Ja, du hast es verstanden. Dann legen wir mal los. Habe ich den Tasten wohl sein Ziel in der Mitte? Okay, hatten wir ja schon. Bei mehreren Folgen hintereinander, also mehr, soll ich mehr Punkte, ja. Okay. Das ist genau derselbe Schwachsinn wie gerade. Das ist Schwachsinn. Es mag nicht schwer aussehen. Aber wenn dann mehrere auf einmal kommen. Verdammt. Nur ein A. Wenn da mehrere auf einmal kommen, ist es doch komplizierter, als man denkt. Kanao-ni-katsu-nante. 全集中という技です。全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。これはまあ基本の技というか基礎的な技術なので、できて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。まあできて当然ですけれども。 猪之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか？まあできて当然ですけれど、仕方ないです。できないなら、しょうがない、しょうがない。できるっつうの、当然に。なめるんじゃねえや。頑張ってください、善逸くん。一番応援していますよ。 それから9日、全員と猪之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し、あっという間にコツをつかんだようで、全集中常駐を得得した2人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまった。これで3人揃って訓練が完了した。長かった。でもとても力をつけることができた。そして Ja. Und nun kann man weitermachen mit der Dämonenjagd. うん、問題なさそうですね。診察は以上です。体はもう大丈夫ですから、安心して任務に邁進してください。じゃあ、訓練はもう？はい。あとは実践あるのみです。はい。あ、そうだ、しのぶさん。一つ聞きたいことがあって。何でしょう？ 火の神神楽って聞いたことありますか？ありません。え、あ、じゃあ火の呼吸とか？ありません。ひー。実は俺の子供の頃の話になるんですが。ふんふん。なるほど。なぜかかまどくんのお父さんは
火の呼吸を使っていた。私で分かることは、炎の呼吸では炎の呼吸ではないということ。同じではないんですか。私も司祭は分からなくて、ごめんなさいね。ただ、そのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれません。カラスにお願いしましょう。ありがとうございます。煉獄さんにいろいろと聞いてみます。では、失礼します。かまどくん。はい。期待していますね。 よし、行こう。 Super. Ja, na genau, sag mal. Wo sind die da jetzt? Ich gehe hier nochmal kurz rein. Bevor man da irgendwas übersieht. Wie ich es mir dachte. So, okay, da war einer zumindest. Da sehe ich. Ich dachte, ich hätte da ein Erinnerungsfragment gesehen, aber gehen wir mal da raus. Nein. Nochmal ein. Okay. Doch noch nicht. Ich dachte, ich hätte. Müsste es jetzt machen. Sammeln wir erstmal alles ein. So. Erstmal den das Haus putzen für sie. Und das Erinnerungsfragment holen. So. Hier oben ist noch ein Erinnerungsfragment. Und auch ein. Ja, ich weiß nicht, so eine kleine Information, Nebenmission, ich weiß es nicht genau, was das war. Ich hab, es wurde ja am Anfang irgendwie gesagt, aber ich habe es irgendwie vergessen. Deswegen, ja. Da ist noch ein Erinnerungsfragment. Warum Büsche? Warum steht ihr mir im Weg? Ich meine, warum kann ich nicht einfach durch euch durch? Das macht keinen Sinn. So. Und dann war noch da unten eins, kurz vor Zenith, kurz vor der Mission. Muss ich jetzt links runter? Ah, ich hätte da schon vorher runter gemusst. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich... Warte mal. Ah, Gott. Ich habe einfach einen falschen Erinnerungssinn. Kritisch. So. Sehr schön. Erinnerungsfragmente alle bekommen und auch diese blauen Dinger habe ich noch schnell gemacht. Und dann wollen wir mal zu Rengoku oder wie der heißt. Kamado-kun ist geradeaus und kann sich durch Übung verbessern.
それによる伸びしろは期待以上のものでした。そして何より彼には鬼舞辻を倒すというはっきりとした目的があります。それについては私も同じ意見だ。あと、かまどくんのお父さんが火の呼吸を使っていたと本人から聞きました。ほう。現状ではまだ力不足であることは否めませんが、縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうか。そうだね。鬼になっても人を食わない妹のことや鬼舞辻との遭遇について考えてみても、炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれない。お、ganz kurz verklickt gehabt. Na, warte. So. Okay. Die muss man alle nochmal... I see. Die muss man alle nochmal in schwer und dann nochmal auf S machen, um einen guten Rang zu bekommen. Kannst du Minispiele und Kräuterflasche so oft spielen, wie du willst. Dein Rang in diesem Minispiel beeinflusst deinen Kapitelrang. Versuche daher auf Rang S abzuziehen. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. So, schöne Scheiße. Der Mugenzug. Gocho Shinobu und Gocho Shinobu. Kein Haori hier. Und die Sondermission. Dann habe ich hier komplette Sicht. Habe ich hier eigentlich alles frei? Ja, vom Videos her. War hier gerade ein blaues Ausrufezeichen irgendwo? Ja, da sind blaue Ausrufezeichen. Interessant. Ah, ich habe alles frei. Und hier sind halt die Sachen mit der Sondermission und den Spielen. Und meines Wissens nach das letzte Kapitel. Der Mugenzug. Gehen wir nochmal auf Belohnungen. Einfach mal kurz reinschnuppern, was man so bekommen hat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denkwürdige Worte. Shinobu als Kämpfer, so. Kapitel 8. Schule sind zu. Ah, den hatte ich doch schon freigeschaltet. Komisch. Okay, Kapitel 8 ist dann das letzte. Das heißt, man müsste fast alle Kämpfer jetzt haben. Sofern ich noch jemanden, also alle, die man im Spiel so freischalten kann. Die anderen werden ja irgendwie nachgepatcht und die kann man dann so nutzen. Genau. Tomioka, Giryu und Shinobu. Okay. Den hatte ich ja schon. Okay. Kein Haori oder so. Der zwei, aber einer ist noch ungewiss. Den kenne ich überhaupt nicht. Also das ist so ein unwichtiger Charakter. Komisch, dass der im Spiel ist. Der braucht noch einen, Zenitsu. Kein Haori. Okay. Die brauchen auch noch ihre Stile. Die Schule hat ja nun diesen einen Stil und die sind halt alle in ihrem typischen Ding. Ja.
Dann würde ich sagen, beende ich mal den Part und man sieht sich das nächste Mal im letzten Part von Demon Slayer. Zumindest im letzten Story-Kapitel. Vielleicht werde ich da noch, wenn genügend Sachen kommen, wenn ich mal irgendwann über ein Thema reden will oder so, einfach in den Online-Modus gehen und dann ein paar Kämpfe abschließen mit den Kämpfern. Ja, bis dahin. Tschüss und hauen Sie rein, meine Freunde.